Der CX-5 ist das meistverkaufte Mazda-Modell in Deutschland und die Japaner haben jetzt den CX-5 aufgefrischt. Mit knapp 19.000 Einheiten in 2015 bringt der Mazda CX-5 dem Konzern richtig viel Geld in die Kasse. Denn das Gute ist, er hat den größten Grundpreis. Mit der Modellpflege wird der CX-5 für den japanischen Hersteller noch lukrativer. Denn es gibt einen neuen großen Benzinmotor und neue Extras. So lässt sich der Preis spielend auf 40.000 Euro bringen. Dabei nehmen 50% der Käufer den Allradantrieb und 40% entscheiden sich für die höchste Ausstattung des CX-5. Wir testen den kleineren Benziner mit Allradantrieb. Er leistet 118 kW und beschleunigt den Wagen in 9,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Den Verbrauch auf 100 km gibt Mazda mit 6,6 Litern an. Das aufgefrischte Modell kommt nicht nur mit neuem Motor daher, auch bei der Ausstattung haben die Japaner so richtig geklotzt. Weiterhin sichtbar ist das an den LED-Scheinwerfern mit automatischer Blendregulierung für den Gegenverkehr, die ab der Exclusive Line Serie sind. Der CX-5 war im letzten Jahr für Mazda der Bestseller, denn er hat auch das Potenzial dafür. Er hat reichlich Platz im Kofferraum, er kann 4 Personen im Inneren aufnehmen. Der nächste große Coup wird wahrscheinlich der CX-3 für Mazda werden, denn auch der wird sich sehr wahrscheinlich gut verkaufen. Er ist ein bisschen kleiner, aber dafür auch ein bisschen günstiger. Seit Juni 2015 ist der CX-3 erhältlich und unterstützt somit die SUV-Familie rund um seinen großen Bruder, den CX-5.